Wow. Ain't nobody helps me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Was glaubt ihr, wie alt ist das Mädel, die da singt? 25? 24. Was schätzt du? Mitte 20. Was sagst du? Vielleicht 18. Ich schätze mal 16. 16? Hätte ich jetzt auch gesagt. Die ist 14. 14? Weißt du, wie alt die ist? 14. Könntest du dir vorstellen, Sängerin zu sein jetzt schon? Nein. Die ist 14? 14? Krass, so eine Stimme? Nee, hätte ich niemals gedacht, hätte ich niemals gedacht. Ain't nobody loves me better. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Und diese Lady ist tatsächlich erst 14 Jahre alt. Andere 14-Jährige, die drücken den halben Tag lang die Schulbank. Und sie lebt das Leben eines Popstars. Deshalb bin ich extrem gespannt auf ihre Erfolgsstory und treffe jetzt exklusiv nur für euch Jasmine Thompson. Das war jemand Wichtiges, die gesagt hat, sie pudert sich noch und dann kommt sie gleich. Nice to meet you. You too. How are you today? I'm good, thank you. Yeah. Konntest du Deutschland schon ein bisschen genießen? Yes, it's really sunny here compared to London. Oh ja, es ist so schön sonnig hier. In London regnet es. Dann willkommen in unserem kleinen Wohnzimmer. Mach's dir bequem. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Du hast eine wahnsinnige Karriere hingelegt. Wie hat das alles angefangen? Ach, das ist eine lange Reise, seit 4 Jahren. Mit 10 Jahren habe ich angefangen, YouTube-Videos hochzuladen. Ich singe und spiele Piano, seit ich 8 bin. Wir haben immer weitergemacht und ich hatte meine ersten Fans. Und letztes Jahr haben wir uns dann mit dem Label getroffen und meinen ersten Vertrag unterschrieben. Wow, das ist unglaublich. Du hast ja mit 10 Jahren schon angefangen. Hast du damals die ganzen technischen Sachen verstanden? Ich glaube, ich hätte noch nicht mal ein Video hochladen können. Ich wusste es auch nicht. Meine Mama hat mir geholfen. Sie gab mir Tipps und kümmerte sich um die richtigen Kameras und Mikrofone. Lass mal gucken, wie so ihr erstes Video damals aussah. What you don't understand is I catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I jump in front of a train for ya. You know I'll do anything for ya. Oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby. But you won't do the same. Es gibt so viele da draußen, die versuchen, über YouTube bekannt zu werden, aber nur eine Handvoll schafft das, was du geschafft hast. Wie bist du denn die ganze Zeit dran geblieben?
Wenn du das, was du tust, wirklich liebst, dann werden dir die Leute glauben und wissen, dass du das, was du singst, fühlst und für die Musik lebst. Die Leute mochten uns und deshalb haben wir weitergemacht. Wir haben ein paar Fragen aus unserer Community. Hope fragt zum Beispiel, wie du mit schlechter Kritik umgehst. Vor allem im Internet ist es wichtig zu wissen, was hilfreiche Kritik ist und was Lästerei ist. Ich mache Musik, um Musik zu machen und nicht, dass jemand über meine Haare oder über mein Gesicht redet. On my music. I didn't want people to comment about my hair or my face or anything like that. So I guess it's kind of knowing which one. Das muss man herausfinden, was hilft und den Rest ignorieren. Hope möchte gerne noch wissen, was dein momentaner Lieblingssong ist. My favorite song is the new Justin Bieber song. Der neue Justin Bieber. What do you mean? Are you bist du jemand, der tanzt, wenn er Musik hört oder eher relaxed? Most of the time I just relax. Meistens relaxe ich, wenn ich mit meinen Freunden abhänge und wir Musik hören, dann liegen wir einfach nur so rum. Wir haben noch eine Frage von Engelchen. Engelchen, hast du ein Lieblingstier? Ja, seit neuestem ist es ein Mops, so ein kleiner Hund, der ist sehr süß. Hast du ein Haustier? I have a cat. Yeah, she's called Lily. Ja, ich habe eine Katze, Lily. Kannst du dir vorstellen, eine große Europatour zu machen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen, in ganz Europa auf Tour gehen zu können. Das wäre fantastisch. Wir würden dich sehr gerne hier wiedersehen. Wie sieht denn so ein normaler Tag bei dir aus? Ich meine, die meisten 14-Jährigen gehen zur Schule, machen Hausaufgaben. Ich werde zu Hause unterrichtet und habe dort auch alle Fächer wie Englisch und Geschichte. Also einen Tag in der Woche widme ich dann der Schule und den Rest mache ich Musik. Ich reise, nehme Songs auf, habe Auftritte. Das Beste momentan sind Live-Auftritte. Dann bist du richtig mit deinen Fans verbunden. Du hast eine so unfassbar schöne Stimme. Thank you. Kannst du was für uns singen? Okay, yeah, sure. I can sing. Na klar, ich kann Adore singen. I am a guitarist. Ben. Hi. Hello. Hey. Your name is Ben? Yeah. Seriously? My co-host's name is Ben. Ben, es gibt immer einen Ben bei Giga Live. Unfassbar. Ben. Another Ben, the new Ben. The new Ben. Awesome. I'm excited. Should we play? Yeah. Alright. Okay. Come to me and I shall give you peace. Come to me, lay down your head. Touch the rain and feel the summer breeze. Say the things we never said. I'll keep you from the world outside. I will never let you go. That will be the thing you dream about. To me and you will know I adored you before I laid my eyes. I laid my eyes on you. I'm more to joy. I just can't take my eyes. Can't take my eyes off. I need to wear the reverse me. Tell me I belong to you. Feel the grass crumble beneath your feet. Set me free and let me loose. Yeah. Wow, that's incredible. Thank you very much, Ben. Thank you. I can't believe you. Wow, du hast dich live noch viel toller an. Awesome. Thank you.
You recorded two songs. Du hast zwei Songs mit deutschen DJs aufgenommen. Robin Schulz und Felix Yin, we're happy. We got to know you. Wie kam das denn zustande? Haben die dich angerufen und du bist dann nach Deutschland geflogen oder wie? Also Robin und ich sind beim gleichen Label. Er hat mir den Song Sun Goes Down geschickt und ich fand ihn toll. Dann haben wir entschieden, eine neue Version zu machen. But they keep asking where we're going next. Oh, we're chasing as the sunset. Come on, mind on you as the sun goes down. And then with Felix, what happened is. Mit Felix war es anders. Ich habe vor ein paar Jahren eine Coverversion von Ain't Nobody gemacht für meinen YouTube-Kanal. Und Felix hat ihn gefunden und remixed. Dann hat er ihn mir geschickt und es hat mir sehr gefallen. Wir haben uns übers Internet angefreundet, über Twitter und Skype und so. Und nach einem Jahr hat das Label entschieden, eine Single zu machen. Also nach einem Jahr Freundschaft haben wir uns zum Videodreh in Barcelona das erste Mal getroffen. So viele Jungs und Mädels würden gern ihren eigenen YouTube-Kanal machen. Hast du Tipps für sie? Also ganz wichtig ist, dass man dranbleibt, dass man regelmäßig Videos postet, zu regelmäßigen Zeiten und wirklich Kontakt zu Fans hat, denn ihr seid gegenseitig füreinander da. Sei du selbst und versuche nicht jemand anderes zu sein. Mach einfach dein Ding. Okay. Wow. Awesome. Thank you. Vielen Dank, Jasmine, und alles Gute für deine Zukunft. Thank you so much. Yeah, there's a lot to come. I can feel it. Ich mochte am liebsten, dass sie gesagt hat, man muss ehrlich sein und bleiben. Und das merkt man bei dieser jungen Dame auf jeden Fall. Sie ist so ehrlich und auf dem Boden geblieben und ich hoffe sehr, dass sie so bleibt. Thank you, Jasmine. Have a great time in Germany and hope to see you again soon one day. I hope so. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder, nämlich morgen in Kika Live. Macht's gut. Tschüss. Hi Hope. Hi Hope. Ich hoffe, deine Frage wurde beantwortet. Dankeschön. Hi Linchen, danke für deine Frage. Ich hoffe, dass ich dich irgendwann auf Tour sehe. Danke für deine Unterstützung. Hi Engelchen, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Vielen Dank.